Wir bereiten uns gerade vor für den Startup World Cup Finale in Wien. Die Pitches sind sowieso alle auf Englisch und können das auch super brauchen, wenn wir uns bei Investoren vorstellen. Well, it's quite simple actually, because we want to take our technology on a global scale. So we have a patent in Austria, but we want to take it much more ahead. Also wir sind beim Provando in letzter Zeit im Vertrieb sehr stark gewachsen und dementsprechend pitchen regelmäßig und da macht das Sinn. Wir sind kurz vor der Gründung und möchten für die unterschiedlichsten Anlässe, die demnächst anstehen, für uns besser werden im Pitchen. Die kleinen Unterschiede zwischen UK und USA Englisch, die waren mir vorher nicht bewusst. Da gibt es so viel, worauf man achten muss. Ganz viel habe ich daraus mitgenommen, auch praktische Tipps, wie man unseren Pitch Deck noch besser gestalten kann. Mein Highlight war heute, am Hoch zu arbeiten, wie unser Pitch beginnt, weil das ist wirklich die erste wichtige Sekunde von einem Vortrag. So, I need to come out from this technical mindset and focus more on the investor mindset. What does the investor want? I think this is the biggest takeaway for me today. So my next steps are to focus more on the DACH region, the German and the Swiss market, and before I move to the more European, on a European scale. Ja, also wir sind aktuell schon international tätig in Europa und Nordamerika stark fokussiert und für unser neues Tool möchten wir das Ganze jetzt auch noch ausrollen und über den DACH-Raum jetzt hinausgehen. Wir wollen tatsächlich in den nächsten 3 Jahren in den USA auf den Markt kommen und das ist unser großes Ziel. Genau deswegen sind wir heute hier.